Willkommen zurück in der Dominikanischen Republik. Willkommen zurück hier bei Punta Cana Olikensi. Mein Name ist Angela und heute habe ich für euch ein ganz besonderes Video. Ich nehme euch nämlich mit auf unserem Extreme Buggy Halbtagesausflug. Land und Leute kennenlernen im originalen VW Dune Buggy. Das ist es, was ich hier hauptsächlich mache. Der Kanal ist nur ein kleines Sahnetüpfelchen auf meinem Leben hier. Seit über 20 Jahren lebe ich hier auf dieser wunderschönen Insel und es gefällt mir immer noch am besten abseits der Touristenpfade. Und das ist auch das, was wir euch zeigen, wenn ihr mit uns mit Extreme Buggy unterwegs seid. Wir haben die originalen VW-Motoren, Viergangschaltung, Straßen zugelassen und können mit diesen robusten Buggys wirklich überall hinfahren. Und das machen wir auch. Unsere Halbtagestour geht direkt raus aus Barbaro. Wir fahren mit euch erstmal durchs Land bis zu unserem ersten Stopp. Das sind ungefähr so gute 20 Minuten. Und da halten wir an bei der Francesca und zeigen euch, wie die Leute auf dem Land hier leben. Die Dominikaner sind sehr herzliche, gastfreundliche und auch fröhliche Menschen. Und es ist wirklich schön hier, wenn man auch Kontakt zu den Einheimischen hat. Harina. Unsere Ausflüge fahren nur in ganz kleinen Gruppen raus. Wir fahren mit 3 bis 5 Buggys. Manchmal sind wir zweisprachig unterwegs, Deutsch und Englisch. Manchmal nur einsprachig, so wie heute, nur auf Deutsch. Auf alle Fälle haben wir aber immer einen deutschsprachigen Guide für euch mit dabei, der alles auch gut erklärt auf Deutsch, für eure Fragen da ist, weil das Leben hier auf dem Land in der Dominikanischen Republik ist ja doch ein bisschen anders. Gekocht wird hier mit als wir es von zu Hause kennen. Also bitte fragt alles, was euch interessiert. Wir erklären es euch gerne. Ihr dürft eure Tasse gerne mitnehmen, wenn ihr hier in den Garten geht. Wir haben hier hinter euch einen Granatapfelbaum. Hier unten seht ihr. Motoren an, Sound genießen und weiter geht's, denn das hier bei Francesca war erst der erste Stopp auf unserem Halbtagesausflug mit Extreme Buggy. Mit euch noch durch eine stillgelegte Sandsteinmine. Die hat auch einen kleinen Anteil, ja, Farm, Bauernhof, die haben so ein paar Tiere und hier halten wir auch noch mal an. Wir fahren übrigens bei jedem Wetter raus, Regen oder Sonnenschein. Das ändert sich in der Karibik so oft, dass wir manchmal beides 2 bis 3 Mal auf einer Tour haben. Wir fahren durch viele kleine Dörfer hindurch und in einem halten wir an. Hier in einem lokalen Colmado gibt es einen Snack für euch, typisch dominikanisch, Schinken und Käse. Und wir zeigen und erklären euch, wie die Leute vom Land und in den kleinen Dörfern hier einkaufen. Soy la chica loca, la que siempre provo. Unser letzter Stopp auf dem Halbtagesausflug ist hier in Macau am Strand. Hier gibt es oft eine starke Strömung. Fast immer gibt es hier super Wellen. Deswegen ist es auch der Strand für Surfer. Wen es interessiert, ich habe bei Punta Cana All You Can See schon mal ein Video über Surfen hier gemacht. Oder googelt einfach mal. Es gibt hier 2 Surfschulen. Wer das gerne ausprobieren möchte, das macht echt Spaß. Wir fahren von hier aus über die Autopista de Coral zurück nach Barbaro in den Buggy Shop. Dann seid ihr
70 Kilometer gefahren, on- und offroad, habt eine Menge von Land und Leute gesehen, alles kennengelernt und nehmt ganz tolle Erinnerungen mit nach Hause. Danke fürs Zuschauen hier auch bei Punta Cana Olikensi. Wenn euch das interessiert, schaut euch die Webseite an, schreibt uns gerne mal an. In der Playlist gibt es auch andere Ausflüge, es gibt Hotelinformationen, Bars, Restaurants und es gibt natürlich Informationen für Leute, die hier individuell im Land reisen, mit dem Bus oder mit dem Auto. Also schaut einfach mal rein, abonniert den Kanal und dann freue ich mich, euch hier wieder zu sehen nächste Woche mit dem nächsten Video auf Punta Cana All You Can See. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata.